Hey, willkommen zu einem neuen Video. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt und befindet sich im Himalaya an der Grenze zwischen Nepal und Tibet, China. Der Berg ist unglaubliche 8848 Meter hoch und jedes Jahr versuchen Tausende von Bergsteigern den Gipfel zu erreichen. Mysterien und unerklärliche Ereignisse haben sich auch auf dem Mount Everest zugetragen und heute werden wir euch 10 davon zeigen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Der Mount Everest und die umliegende Himalaya-Region haben im Laufe der geologischen Zeit große Veränderungen durchgemacht. Man könnte meinen, es gäbe dort nur Eis und Schnee zu finden, aber nein, auf dem Gipfel des Berges wurden Fossilien gefunden, die möglicherweise das Szenario beweisen, dass die Geschichte von Noah und der Sintflut wirklich stattgefunden hat. Die Fossilien stammten von Meerestieren und die NASA bestätigte auch, dass es dort Kalkstein gab. Das bedeutet, dass es auf dem Gipfel des Berges irgendwann in ferner Vergangenheit Fische gab. Aber die Frage ist, was haben diese Fische in der Antike auf dem Gipfel gemacht? Das Buch Genesis könnte also richtig sein, dass die ganze Welt mit Wasser bedeckt war. Die Existenz von Meeresfossilien aus dem Ozean, wie die NASA sagt, nährt die Theorie, dass Indien Teil eines alten Superkontinents namens Gondwanaland war, der vor mehr als 150 Millionen Jahren existierte. Nummer 9. UFOs sind fast überall auf der Welt gesichtet worden, aber was ist mit dem Mount Everest? Um ehrlich zu sein, wird euch wahrscheinlich niemand glauben, wenn ihr sagt, ihr hättet dort oben ein UFO gesehen und man könnte es als Halluzination unter dem Einfluss der Höhe abtun. Aber es könnte auch der perfekte Ort sein, um Außerirdische zu verstecken, denn es kommen nicht viele Menschen dorthin. Im Jahr 2018 ereignete sich ein besonderer UFO-Vorfall und einem der Bergsteiger gelang es sogar, das Objekt zu fotografieren. Einige meinten, es könnte eine Drohne oder ein Hubschrauber gewesen sein, aber David Brashars, der Mann, der das Foto gemacht hat, ist überzeugt, dass es ein UFO war. Verschwörungstheoretiker erinnerten daran, dass es seit langem Gerüchte über einen geheimen unterirdischen Stützpunkt in diesem Gebiet gibt. Sogar freigegebene CIA-Akten haben 7 unidentifizierte Flugobjekte über Nepal, Indien und Bhutan im Jahr 1968 enthüllt. Die UFOs wurden übrigens von einem donnernden Geräusch und blinkenden Lichtern begleitet. Nummer 8. Ihr habt wahrscheinlich schon einige Geschichten über Bigfoot und den Yeti gehört. Aber wusstet ihr, dass einige der allerersten Leute, die Routen zum Gipfel des Mount Everest planten, berichteten, Yeti-Fußabdrücke im Schnee gesehen zu haben? Sie hatten sogar Fotos als Beweis für ihre Funde gemacht. Im Jahr 1951 versuchten die Engländer Eric Shipton und Dr. Michael Ward von Nepal aus einen Weg zum Gipfel zu finden und erreichten ihr Ziel. Doch zuvor fanden sie in etwa 5000 Metern Höhe eine Spur der größten und ungewöhnlichsten Fußabdrücke. Sie benutzten einen Stiefel, einen Rucksack und einen Eispickel, um ihre kolossale Größe zu demonstrieren. Als sie merkten, dass sie den Berg mit etwas Unerklärlichem teilten, folgten sie den Fußabdrücken mehrere Kilometer lang, bevor sie die Spur verloren. Glaubt ihr, dass der Yeti existiert? Nummer 7. Täuscht euch nicht, der Mount Everest ist sehr gefährlich, aber er wird heutzutage auch als Friedhof bezeichnet, weil sich dort unerklärliche Ereignisse ereignet haben. In dieser Höhe kann man auch nicht einfach jemanden um Hilfe bitten. Selbst der erste Mensch, der den Mount Everest bestieg, fiel diesem Phänomen zum Opfer. Das war Reinhold Messner, der 1978 und 1980 als erster Mensch den Berg ohne Sauerstoff bestieg. Bei dieser zweiten Besteigung schwor er, dass er eine zusätzliche Präsenz bei sich spürte, die er den Geistern gefallener britischer Bergsteiger zuschrieb. Als Frank Smith 1933 versuchte, den Berg zu bezwingen, spürte er eine so starke Präsenz bei sich, dass er versuchte, sein Mittagessen mit ihnen zu teilen. Aber die Geschichte wird noch gruseliger. Habt ihr schon einmal vom Third Man Factor gehört? Damit ist das Gefühl gemeint, dass eine zusätzliche unsichtbare dritte Person bei euch ist. Mehrere Bergsteiger berichteten, dass sie in ihrer Not Visionen von geliebten Menschen hatten, sowohl von Lebenden als auch von Verstorbenen. Nummer 6. Wenn ihr gedacht habt, dass es beim Besteigen des Mount Everest nur Menschen geben würde, liegt ihr falsch. Wie immer regiert die Natur und auf diesem Berg haben die Tiere die Oberhand. Es gibt eine überraschende Anzahl von Tieren, denen man auf dieser tückischen Wanderung begegnen kann. Das ist überraschend, weil der Mount Everest so hoch und gefährlich ist, dass man erwarten würde, dass dort, wo Menschen nach Luft ringen, auch Tiere zu finden sind. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Himalaya-Schwarzbär euren Lagerplatz erkundet. Sie sind selten, aber sie sind aggressiv, wenn sie provoziert werden. Himalaya-Schwarzbären wurden bereits in einer Höhe von etwa 1500 Metern nachgewiesen. Sie können aber auch Schneeleoparden sein, die in einer Höhe von fast 5000 Metern in Gruppen jagen.
Ihr könnt auch den bezaubernden Himalaya-Tar oder den Himalaya-Goral sehen. Und außerdem ist es auch nicht ungewöhnlich, roten Pandas zu begegnen. Nummer 5. Das Regenbogental des Mount Everest? Wie der Name schon sagt, hat es nichts mit Einhörnern und Regenbögen zu tun. Es ist das Gegenteil davon. Das Regenbogental befindet sich nämlich auf der anderen Seite des Berges. Es liegt unterhalb des Nordkamms und ist genau 8000 Meter hoch. An dieser Stelle sind Dutzende von erfrorenen Bergsteigern abgestürzt. Der Boden ist mit Zelten, Sauerstoffflaschen und allen möglichen anderen Gegenständen übersät. Es gibt einen bestimmten Grund, warum das Regenbogental des Mount Everest ein solcher Hotspot für Tragödien ist. Der geringe Sauerstoffgehalt in Kombination mit starken Winden und einem schmalen Pfad. Jeder, der hier stirbt, wird auf dieser Route hinuntergestoßen. Nummer 4. George Mallory ist ein Name, den jeder Bergsteiger und Geschichtsinteressierte kennt. Er ist berühmt dafür, dass er einer der ersten war, die bei den ersten drei Expeditionen zum Mount Everest den türkischen Berg bezwangen. Die ersten Abenteurer, die in einer Höhe von 8000 Metern standen. Mallory war einer von ihnen, zusammen mit Andrew Irwin. Im Jahr 1924 meldete ein Begleiter, Noel Odell, die beiden in der Nähe des Gipfels gesehen zu haben, und das war das letzte Mal, dass George Mallory lebend gesehen wurde. Im Jahr 1975 fand der chinesische Bergsteiger Wang Huangbao in 8155 Metern Höhe eine gefrorene Leiche. Ein Blick auf seine Habseligkeiten machte deutlich, dass es sich um George Mallory selbst handelte. Niemand weiß genau, was mit ihm geschehen ist, aber es wird angenommen, dass er es bis zum Gipfel geschafft hatte. Man fand bei ihm eine Sonnenbrille und die Angaben zu seinen Sauerstoffflaschen, was beweist, dass er die Ausrüstung benutzt und es tatsächlich geschafft hatte. Was dann geschah, bleibt ein Rätsel. Nummer 3. Als Wissenschaftler den Grund des Ozeans erreichten, bzw. die tiefste aufgezeichnete Stelle des Ozeans, die Challenger Deep, wurde dort Plastik gefunden. Und als der Gipfel des Mount Everest erreicht wurde, fand man ebenfalls Mikroplastik. Das gefundene Mikroplastik besteht aus Polyester, Acryl, Nylon und Polypropylen, die alle in Outdoor-Ausrüstung verwendet werden. Dieses Mikroplastik wurde in einer Höhe von 8442 Metern gefunden. Dies ist der höchste Punkt, an dem wir jemals Mikroplastik gefunden haben. Aber wie konnte das Mikroplastik in dieser Höhe gefunden werden? Es wird vermutet, dass sie vom Wind fortgetragen wurden und wahrscheinlich von den Bergsteigern stammen, die jedes Jahr den Berg besteigen. Nummer 2. Leider ist der Mount Everest für eine große Anzahl von Bergsteigern bekannt, die es nie bis zum Gipfel geschafft haben und verschollen sind. Schließlich ist Rettung in diesen hochgelegenen Regionen der Welt schwer zu bekommen. Bis zum heutigen Tag hat sich niemand erklären können, was mit der mysteriösen russischen Expedition von 1952 geschehen ist. Bevor Sir Edmund Hillary den Gipfel des Berges erreichte, schickte Russland nach Meinung vieler Menschen ein eigenes Team unter der Leitung von Dr. Pavel Datschnolian. Die russische Expedition von 1952 bestand Berichten zufolge aus einem Team, das nach Tibet reiste, um den Aufstieg zu beginnen. Ihr Ziel war es, den Gipfel des Mount Everest zu erreichen. Doch das war nicht das einzige Ziel. Die russische Expedition wollte auf dem Gipfel des Berges Statuen von Lenin und Stalin aufstellen. Bis heute ist es ein Rätsel, ob dies jemals geschehen ist, denn die UdSSR leugnete ihre Existenz. Nummer 1. Der gefährlichste Teil des Mount Everest ist der sogenannte Khumbu-Eisfall. Dieser Abschnitt liegt zwischen der Everest-Basis und unterhalb von Lager 1 auf einer Höhe von 5270 Metern bis 5943 Metern. Der Khumbu-Eisfall ist insgesamt 800 Meter breit. Erinnert ihr euch an den Bergsteiger George Mallory, über den wir vorhin gesprochen haben? Um ihn zu zitieren, beschrieb er diesen Abschnitt als furchtbar steil. Leider kommen hier dramatisch viele Menschen ums Leben, weil sie durch die Gletscherspalten abstürzen. Außerdem kommt es immer wieder zu Lawinenabgängen oder zu Abschnitten, die plötzlich zusammenbrechen. Der Khumbu-Eisfall befindet sich an der Spitze des Khumbu-Gletschers, über den das schmelzende Eis ständig abrutscht. Dies macht ihn zu einem extrem gefährlichen Ort und es wird nicht empfohlen, hierher zu gehen. Würdet ihr gerne einmal den Mount Everest besteigen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.